and my father's voice Freunde, es ist soweit, die Bookshelf Tour 2024. Finally geht los. Ihr habt gerade schon einen kleinen Ausschnitt davon gesehen, wie das damals war, als diese Bücherwand hier eingeräumt wurde von mir und von Benny. Das ist so ziemlich genau ein Jahr her, bevor wir hier eingezogen sind. Das war das allererste, was stand und eingeräumt wurde, weil das eben am einfachsten umzusetzen war. Und es war trotzdem ein sehr langer Prozess und ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis und ich fand es auch irgendwie cool, das jetzt so im Rückblick nochmal um zu sehen. Ich habe mir diese Aufnahmen, nämlich seither nicht mehr angeguckt. Ich wollte damals so eine Timelapse zusammenschneiden, habe das aber irgendwie nicht gemacht und hab, hatte aber diese ganzen Aufnahmen noch. Das war echt lang, also sehr viel Videomaterial. Und ich fand es spannend, das irgendwie nochmal zu sehen, weil ich das gar nicht mehr angeguckt hatte. Anyways, das ist ein ganzes Jahr her. Und ich habe euch in der Zwischenzeit dann irgendwann gefragt, wie ihr euch die Bookshelf-Tour denn wünschen würdet. Und ich wusste, ihr wollt eine sehen. Und habe ich gefragt, ob ihr eine zusammengestauchte haben wollt oder eine klassische Bookshelf-Tour Und der Großteil war überraschenderweise für eine klassische Was bedeutet das Oldschool Classic Bookshelf Tour bedeutet, man guckt sich jedes Regal einzeln an und zeigt jedes einzelne Buch, das in dem Regal steht. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, dass es sehr viel ist. Ich meine, ihr habt den Überblick gesehen und das ist ja nicht mal alles. Ich habe hier noch Comic und Manga und noch ein paar Sachbücher und ne, ich werde in dieser Tour alle Bücher zeigen, die ich besitze, ausgenommen Kochbücher. Ich glaube, das muss nicht sein. Aber ich glaube, Kochbücher sind jetzt nicht so das Interessensfeld hier auf dem Kanal. Und das bedeutet, damit ihr jetzt nicht hier fünf Stunden am Stück sitzt, um euch das Video anzugucken, dass ich das Ganze in drei Teile geteilt habe. Das ist ein bisschen angenehmer ist, das am Stück zu gucken. Ich werde aufgrund der Masse an Büchern auch nicht zu jedem einzelnen Buch irgendwie super viel sagen. Manchmal zeige ich euch die einfach nur und sage den Titel. Bei anderen erzähle ich ein bisschen mehr, das kommt auch so ein bisschen auf das Buch an, wie wichtig mir das ist und so weiter, was mir dazu einfällt. Dass ich die Bookshelf-Show abgedreht habe, ist übrigens auch schon wieder fast ein halbes Jahr her. Also wundert euch nicht, da war Sommer und äh, ja, jetzt fällt Schnee. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen verdrängt, wie umfangreich so eine Bookshelf Tour ist, wie viel Arbeit da reinfließt, obwohl es ja eigentlich immer im Video dann so simpel und nett aussieht. Aber ja, deswegen Leute, das ist die Bookshelf Tour 2024. Ich wünsche euch ganz arg viel Spaß und wie viele Bücher insgesamt ich hier habe. Das verrate ich am Ende der Reihe. Also, wenn ihr Bock habt, dann guckt euch das gerne an. Ich werde auch eine Playlist erstellen. Da könnt ihr euch dann alle Teile einmal angucken, wenn die dann online sind. Das ist jetzt der erste Teil heute. Und am Ende der Reihe werde ich dann einmal alles komplett durchgezählt haben. Das werde ich jetzt tatsächlich machen. Also ihr kriegt dann auch den Stand Ende 2024. Ich werde jetzt, ich habe nicht im Sommer gezählt, sondern ich werde die jetzt zählen, dass der Stand auch aktuell eben ist. Weil es kamen inzwischen natürlich wieder ein paar neue Bücher dazu. Das eine oder andere ist vielleicht auch gegangen. Und deswegen kriegt ihr einen ähm, genauen, aktuellen Stand. Am Ende der Videoreihe. Noch eine kleine Sache, ein kleiner Disclaimer nur vorab, dass ihr euch da nicht wundert. Es ist so einfach aufgrund der Winkel, dass ich oftmals mit der Kamera in einem Regalbrett geblieben bin oder beziehungsweise euch zwei, drei Regalbretter gezeigt habe. Und alles andere, was da drüber oder ganz unten im Regal war, habe ich einfach in diese Regalreihe dann Stück für Stück reingestellt. Ähm, ich weiß nicht, ob das überhaupt relevant ist, auffällt, aber ich bewege mich mit der Kamera nicht komplett von oben nach unten, weil das einfach mit dem Blickwinkel wirklich ätzend gewesen wurde. Gewesen wäre und deswegen ähm, bleibe ich manchmal in einem Buchregal und hole euch die Bücher dann runter. Aber das ist ja dasselbe. Ich meine, ihr habt den Überblick gesehen, ihr habt gesehen, wie das aufgebaut ist. Ich habe jetzt genug gelabert. Ich wünsche euch ganz, ganz arg viel Spaß mit der Bookshelf-Tour. Lasst mir gerne einen lieben Kommentar da und erzählt mir, was ihr davon haltet. Und ähm, vergesst nicht den Daumen nach oben. Und wenn ihr Bock habt, dann guckt natürlich auch sehr gerne in die nächsten Videos wieder mit rein. Ich ähm muss jetzt weiterschneiden. Also ganz oben stehen erstmal die einzigen drei Fitzek Bücher, die ich noch besitze. Und davon ist auch nur eins gelesen, nämlich der Insasse. Deswegen ist es auch noch da. Das ist mein liebstes Buch von Fitzek gewesen, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Von den neueren Sachen. Den Rest habe ich alles aussortiert, weil ich es nicht gut fand. Der Heimweg, da habe ich sehr, sehr üble Dinge drüber gehört. Habe ich aber noch nicht gelesen und ich möchte mir gerne noch eine eigene Meinung dazu bilden. Und auch das Paket ist tatsächlich noch ungelesen, was von vielen auch als Favorite nach dem Insassen genannt wurde, deswegen ist es noch da. Ein absolut meisterhafter Autor für mich ist Keigo Higashino und trotzdem habe ich leider Unter der Mitternachtssonne noch nicht gelesen. Das ist ein sehr, sehr dicker Thriller. Mein einziges Buch von Mike Bennecke, tatsächlich Viral Blutrausch. Ein Leseexemplar von Die Marmornen Träume von Jean-Christophe Granger. Fünf Winter von James Kestrel, was auch sehr spannend klingt. Jetzt kommen wir zu ein paar Klassikern. Äh, tatsächlich der weiße Hai in einer ziemlich niceen Ausgabe, wie ich finde. Das ist aus dem Haus von meiner Oma noch, tatsächlich. Ich finde das Cover ziemlich cool gemacht. Leider aber noch nicht gelesen von mir. Da habe ich mir auch schon mal überlegt, ob wir ein Special dazu machen sollen. Sherlock Holmes einmal mit Studie in Scharlachrot und die Zeichen der Vier und wie ihr seht, noch eingeschweißt die Abenteuer von Sherlock Holmes. Und last but not least, so einen kleinen Schuber mit drei Klassikern auf dem Meer: Der Seewolf, Moby Dick und Die Schatzinsel. Wie man hier unschwer erkennen kann, ist es in den oberen Rängen irgendwie nicht so sehr nach Genre unbedingt sortiert. Da ist nämlich noch diese dicke Fantasy-Reihe von Gesa Schwarz Grimm, was ich auch noch nicht gelesen habe, aber ich finde Gesa Schwarz Schreibstil unfassbar gut. Es sind einfach nur so unfassbar dicke Dinger. Und dann geht da oben auch schon straight in die Romanecke. Einmal die Schwestern von Applecott Maynard, die Terranauten von Tesi Boyle, Schwarzer Leopard, Roter Wolf von Marlon James, was glaube ich auch ein sehr besonderes Buch ist, was auch schon viel zu lange hier ungelesen steht. I mean, ist auch immer noch eingeschweißt, ne? Aber dieses Cover, Freunde, so krass. Dann diese Trilogie von Deborah Harkness, Die Seelen der Nacht, Wo die Nacht beginnt und das Buch der Nacht. Ich habe früher tatsächlich sehr viele Bücher gebraucht gekauft und mir viele Reihen gekauft, die schon komplettiert waren, weil ich diese Idee hatte, dass ich die dann auch direkt hintereinander weglesen kann, was auch hier leider noch nicht geschehen ist. Außerdem stehen da oben echt noch ein paar sehr besondere Werke, glaube ich, wie zum Beispiel Writers and Lovers von Lily King und Wolkenkuckucksland von Anthony Doyer sowie Chloris von Ray Curtis, Ein einfaches Leben von Min Jin Lee, was sehr bekannt wurde, gerade im amerikanischsprachigen Sprachigen Raum mit dem Titel Pachinko und Bad Monkeys von Matt Ruff. Eine Stufe drunter geht es dann im Prinzip los mit meinen Hardcovern im Krimi-Bereich. Da wäre einmal Strafe von Ferdinand von Schirach, Der Kreidemann von C.J. Tudor, Wer das Feuer entfacht von Paula Hawkins, wo ich ja wirklich die Hoffnung habe, dass mich das mehr überzeugen kann als Girl on the Train, The President is Missing von Bill Clinton und James Patterson, die einzigen beiden Charlotte-Link-Romane, die ich besitze, Die Suche und Einsame Nacht. Das Geheimnis von Ellen Sandberg und ja, tatsächlich The Chemist von Stephanie Meyer, was, glaube ich, eigentlich eher so ein Jugendthriller wäre, aber er ist trotzdem hier mit reingerutscht. Weiter geht es mit den beiden Büchern, die ich von Mark Elsberg tatsächlich noch nicht gelesen habe, nämlich einmal Gier und einmal Celsius. Celsius interessiert mich ein bisschen mehr als Gier. Ich finde, Mark Elsberg ist einfach ein großartiger Autor, der super doll recherchiert und ausgerechnet die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe von ihm, besitze ich in physischer Form, die anderen leider nicht. Was aber nicht bedeutet, dass ich schlecht fand. Ihr seht, was ich getan habe. Das Haus der Verlassenen. Kari Mora von Thomas Harris. Und nein, ich besitze leider die Hannibal-Reihe dazu nicht. Neun Fremde von Leanne Moriarty. Blutmund von Dionespö, was mein einziger Nesbö ist, den ich aber sehr, sehr gelungen fand und deswegen auch sehr angeheizt bin, mehr von ihm zu lesen. Bullet Train, einfach crazy verrückt, aber ein großartiges Buch. Unwesen von John Lindquist. Band 1 und 2 von Matthew Corbett und die Hexe von Found Royal von Robert McCammon. Ich habe irgendwann gehört, dass es da wohl noch mehr Bücher aus dieser Reihe geben soll. habe aber irgendwie immer nur die beiden gefunden. Soll aber wohl irgendwie mehr geben. Und ab hier geht's dann über in die Paperback-Sachen. Einmal Rabbits Spiel um dein Leben von Terry Miles und Mordlichter von Madita Winter. Hier geht's straight weiter einfach mit viel Spannung, wenn sie wüsste von Trader McFadden. Was ich ganz cool fand, gerade ein guter Tipp für Leute, die noch nicht so viel Thriller gelesen haben. Nachttod von Johanna Mo. Außerdem also stehen hier so ein paar Wissenschafts-Thriller drin, könnte man sagen, wieder wie Blood World von Chris Mooney und von Uwe Laub, Dürre und Sturm. Da fehlt der dritte Band, ich weiß gerade noch nicht mehr, wie heißt. Ich glaube Laub, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, Laub ist der Nachname, nevermind. Leben heißt der andere Band. Da fehlt einer. Der heißt Leben. Ich würde sagen, klassisches Psycho-Thriller-Szenario. Beschütze Sie von Laura Dave und der Tausch von Julie Clark. Doch eher besondere Sachen sind einmal die Gabe von Naomi Alderman, was, glaube ich, eher zu Romanen und nicht zu Thrillern zählen würde. Und der Hunger von Alma Katsu, was eher Richtung Horror geht. Apropos Horror, das Haus am Ende der Welt von Paul Tremblay. Steve Kavanagh ist ja ein bombastischer Hype gewesen, eine Zeit lang. 50-50 und 13 von ihm habe ich hier stehen, 50-50s gelesen. Großartig gewesen, 13 leider noch nicht. Aus der skandinavischen Ecke kann ich dann noch bieten: Der Kastanienmann, Nachtjagd und Waldgrab. Dann noch ungelesen Lieblingskind von CJ Tudor und Rotkäppchens Traum von Max Bento. Noch nicht confirmed, aber vielleicht ein neuer Lieblingsthrillerautor autor von mir, ist Peter Swanson mit hier einmal alles, was du fürchtest. Und ein Tod ist nicht genug. Und last but not least, eine richtige Empfehlung von mir, das Sanatorium von Sarah Pierce. Geiler Thriller, Leute. Wenn ihr Bock habt auf einen guten Thriller für Herbst, Winter vor allem, lese das Sanatorium. War bombastisch. Wir sind eine Etage tiefer. Nicht nur auf Etage 13, sondern eine Etage tiefer. Was ein Übergang. Sind nach wie vor noch bei den Paperbacks. Wie ihr schon erahnen könnt, habe ich das meistens so gegliedert nach Hardcover, Paperback und dann ins Taschenbuch über, weil ich das immer sehr gerne mag mit, diesem, mit dieser geraden Linie. Also zumindest allermeistens. Gibt auch Ausnahmen. Etage 13 ist einfach ein klassischer Thriller von C.M. Evan, von dem ich noch nichts gelesen habe. Dasselbe gilt für Apfelmädchen. Happy New Year und einer wird sterben. Die amerikanische Nacht von Marisha Pessel ist wieder was sehr besonderes, denn das ist ein ja, sehr besonderes Buch mit einer speziellen Ausgangssituation und ich weiß nicht, warum es gibt so zwei, drei Bücher bei mir im Regal, die mir wirklich sehr oft empfohlen wurden und auf die ich so große Lust habe, die aber seit Jahren in meinem Regal stehen und ich habe sie nicht gelesen. Ich glaube, vielleicht unterbewusst aus Angst, dass ich es zu sehr gehypt habe, was aber doof ist, weil dann entgeht mir vielleicht echt ein tolles Leseerlebnis, aber ich, ich kann es nicht erklären. <laughs> Außerdem auch noch ungelesen, ist von Gillian Flynn, A Dark Places und Gone Girl. Freunde, was soll ich sagen? Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann endlich mal schaffe, Gone Girl zu lesen, bevor ich äh, gespoilert werde. Chevy Stevens, ich beobachte dich. Muss ich gestehen, habe ich damals nur gekauft, weil es in Kanada spielt. Die beiden passen farblich so gut zueinander, ähm, ich, <laughs> mehr haben sie aber nicht gemeinsam. Was wir verschweigen von Arthur Turminen, was sehr stark gelobt wurde. Und so blutig die Nacht, was glaube ich sogar einen Nachfolger noch bekommen hat. Sieben Lügen von Elizabeth Kay. Geiger von Gustav Sködermann, was auch einen Nachfolger bekommen hat. Und da war halt auch die Ausgangssituation eigentlich so das Verkaufsargument. Wie ihr seht, sind hier auch wieder sehr viele Skandinavier dabei. Amelie Tote im Container, was ein Kriminalroman ist. Dann Hexenjäger von Max Seek. Auch die Nachfolge irgendwie nicht mehr gelesen, obwohl ich den echt nicht schlecht fand. Und ein Cold Case von Tina Frenstedt, das verschwundene Mädchen. Dann wird es ja besonders mit Psychopathinnen von Lydia Benecke, die Psychologie des weiblichen Bösen. Das ist wirklich super interessant. Noch ein klassischer Thriller von Sam Lloyd, der Mädchenwald, The Wife Between Us. Und mache dann mal kurz einen Schwenker in Cozy Crime Richtung, nämlich der Donnerstags Mod-Club von Richard Osman. Und dann habe ich hier nochmal zwei, die mich vor allem angesprochen haben wegen dem Setting, nämlich das versunkene Dorf von Oliver Norek, was mir auch sehr viel empfohlen wurde von äh, Kundinnen damals. Und Schneegrab von Michelle Paver, was glaube ich eher in so eine Horrorrichtung gehen soll. Nochmal ein geht geht's los mit One of Those Girls von Lucy Clark. Und ich muss sagen, das ist halt so ein sehr bekanntes Setting mit eine also eine Insel isolierte Setting und irgendwer stirbt von Romy Hausmann Liebeskind und Perfect Day Liebeskind großartig Perfect Day ungelesen, weil ich das dazwischen ich weiß gerade gar nicht mehr wie es hieß, ich glaube Martha schläft, das fand ich gar nicht gut, aber Liebeskind fand ich richtig stark. Dann haben wir tatsächlich von Romy Hausmann ein True Crime Buch Der Abgrund in dir, was den Menschen zum Mörder macht. Von Anne Freitag habe ich Reality Show und aus schwarzem Wasser. Dann, Überraschung, noch mehr Skandinavier. Ich will die auch gar nicht alle über einen Kamm scheren, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist mir auch aufgefallen, dass ich einfach sehr viele skandinavische Autoren oder einfach Thriller und Krimi habe, die im, in Skandinavien einfach spielen. So wie zum Beispiel hier auch Schwarzvogel oder Als das Böse kam. Dann haben wir hier noch das Gerücht von Leslie noch Nochmal zwei sehr spezielle Romane, sage ich mal, die einmal mit... Der Justiz eben auch zu tun haben und beim anderen auch so mehr oder weniger, beziehungsweise auch geschichtliche Hintergründe haben. Nämlich gerecht ist nur der Tod von Judith Bergmann und Zwei fremde Leben von Frank Goldammer. Bei diesen beiden sind auch keine klassischen Thriller, das ist eher ein Horror-Thriller, nämlich Raubtieraugen von Tobias Quast. Und Die Berufen ist auch so ein ganz klassisches Beispiel, wie Die amerikanische Nacht. Steht schon super, super lange hier. Ich habe große, große Lust drauf, aber ich habe es einfach bisher nicht gelesen bekommen. Diese drei psycho sind alle von Alex Michaelides und ich muss sagen, Die stumme Patientin fand ich richtig stark. Die verschwundenen Studentin dann nicht mehr ganz so sehr. Also die hängen auch ganz, ganz lose miteinander zusammen und rein theoretisch der hier, glaube ich, sogar vor dem. Der ist aber zuerst erschienen. Und ich, ich fand den hier wirklich gut. Der hat mich nämlich auch sehr überrascht. Die verschwundene Studentin fand ich dann okay. Und mit seinem dritten Buch hoffe ich, dass er wieder einen richtigen Hit bei mir landet mit Die Insel des Zorns. Habe ich aber leider noch nicht gelesen. Und dann habe ich hier nochmal drei verschiedene Thriller. Einmal beziehungsweise ein Kriminalroman, wobei der sehr brutal sein soll. Die tote Meerjungfrau von Rüdel und Kaczynski, was von Hans Christian Andersen inspiriert sein soll. Das Strandhaus von Deborah O'Donoghue und äh, Schneeflockengrab von Heidi Amsig. Und dann sind hier noch vier Thriller-Autorinnen oder beim letzten bin ich mir nicht sicher, ist auf jeden Fall ein Pseudonym, von denen ich schon ewigkeiten was lesen möchte und sollte. Einmal Neuschnee von Lucy Fowley. Dann von Claire Douglas, schönes Mädchen, Megan Miranda mit Der Pfad und JP Delaney mit Believe Me. Der kleine Stapel hier hinten im Eck beinhaltet dann noch von Melanie Rabe einmal die Wahrheit und der Schatten. Melanie Rabe, ihr wisst es, wenn ihr bei mir schon länger seid. Ich liebe Melanie Rabe. Ich finde diese Frau einfach super inspirierend. Ich finde ihre Thriller, also gerade die Falle und die Wahrheit großartig. Die Wälder habe ich aussortiert, weil es mir leider gar nicht gefallen hat. Der Schatten ist tatsächlich noch offen. Das hebe ich mir immer noch so ein bisschen auf. Aber die Falle und die Wahrheit Einfach großartige, großartige Bücher. Ich will dir nah sein, was glaube ich so ein bisschen Stalker-artig aufgemacht ist. Und etwas, was so in die literarisch-historische Richtung geht, nämlich der denkwürdige Fall des Mr. Poe von Louis Bayard. Sowie diese Trilogie, was glaube ich so die einzigen historischen Thriller sind, die ich so richtig besitze und wirklich, wirklich brutal gefeiert habe, immer wieder empfohlen habe. Äh, 1793, 1794 und 1795 von Niklas Nat auch-Dark. Das ist einfach, das hat mich so krass geflasht und geschockt und begeistert in gleichermaßen. Also 1793 ist nichts für schwache Nerven. Das muss ich immer gleich voranstellen. Es ist einfach super blutig, sehr brutal und bildhaft, aber vom Aufbau her, so dermaßen gut gemacht, weil das im Prinzip rückwärts erzählt wird und dann stückeln sich nachher Stück für Stück so Sachen zusammen und es ist, es ist einfach so großartig, wirklich. Eine Reihe tiefer geht es nämlich erstmal weiter mit Die Tinktur des Todes von Ambrose Perry und die verschwundene Braut von Bella Ellis. Auch beides wieder eher Richtung Cozy Crime, würde ich sagen. Das hier geht eher Richtung ähm, viktorianisches Zeitalter und hier geht es tatsächlich um die Bronte-Schwestern, was ich auch sehr interessant finde. Zwei Autoren, bzw. eine Autorin, ein Autor, von denen ich sehr gerne nochmal was lesen möchte. Ähm, Tess Gerritsen hat mich, über hat mich so begeistert mit einem anderen Buch außerhalb ihrer risolin in Als-Reihe. Die Studentin habe ich jetzt leider noch nicht gelesen, möchte ich aber ganz, ganz dringend tun. Und Die Bosheit von Matthias Edwardson, der soll auch sehr, sehr, sehr gut schreiben. Mein einziges Buch von Michael Robertson, tatsächlich Die andere Frau, was ich mir irgendwann mal gekauft habe, um dann festzustellen, dass es eben auch aus einer Reihe raus ist, wo es immer um den gleichen äh, Protagonisten irgendwie geht. Und dann habe ich die Lust verloren es zu lesen, aber eigentlich würde ich schon gerne wissen, wie er schreibt, deswegen ist es noch da. Der Fall Alice im Wunderland von Giuliamo Martinez, der davor auch ein anderes Buch geschrieben hat. Das hieß Die Oxford Morde, was auch tatsächlich verfilmt wurde. Ich weiß nicht mehr, ob es mit Daniel Radcliffe sogar war oder ach, ich muss nochmal nachschauen, aber das war auf jeden Fall sehr cool, der Film. Und ich habe das Buch aber aussortiert und ich bin mir ehrlich nicht mehr sicher, das ist zu lange her und ich habe es ehrlich verdrängt, ob ich das Buch einfach so grottenschlecht fand im Gegensatz zum Film, was super selten passiert. Oder äh, was genau der Beweggrund war, aber ich hab's nicht mehr. Also ich habe nur noch dieses. Von Giffa Lodge, bis ihr sie findet und wer auf dich wartet von Mark Rabe, der Morgen, mit diesem sehr prägnanten Cover. Dann eine Trilogie, die im Schwarzwald spielt, die wirklich sehr besonders ist von Thomas Erle. Geht los mit Das Erwachen, dann der Gesang und dann das Gesetz. Und das ist kein klassischer Thriller, das ist kein klassischer Krimi. Das ist eigentlich so eine Art Endzeitroman und hat mich im ersten Moment total an Dyke denken lassen, denn es klingt erstmal nach so einer Art Atomkatastrophe und irgendwie hat man aber auch das Gefühl, da geht was Übernatürliches ab. Und mehr möchte ich jetzt erstmal gar nicht verraten, zumal ich auch nur den ersten Band gelesen habe. Und das fand ich aber sehr besonders, sehr düster, sehr creepy und sehr empfehlenswert. Ich habe zwei Colleen Hoover-Bücher, das ist eins davon. Verity habe ich aber noch nicht gelesen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich das überhaupt noch lesen möchte. Ich habe ein einziges Buch von ihr noch hier weil mich das damals wirklich sehr berührt hat aus diversen Gründen. Das hat auch ganz viel mit Kunst zu tun und so. Aber ansonsten habe ich eh alles aussortiert von ihr, weil mir das alles meistens etwas zu drüber war und ich damit irgendwie nicht so warm geworden bin. Ich habe diesen riesen Hype nicht so mitempfinden können. Verity habe ich aber immer behalten, weil ich die Grundidee halt ganz interessant fand, aber auch immer schon so ein Gefühl hatte, ich glaube nicht, dass es meins ist. Aber ich würde es halt mal anlesen. Frostgrab von Ellie Reynolds. Wieder zwei Bücher, die eher so ein bisschen in die Horrorrichtung, glaube ich, gehen. Also gerade das Dorf der Toten Seelen ist zwar als Thriller deklariert, genauso wie Cold Storage. Es tötet, aber für mich klingt es beides sehr nach Horror. Also gerade vor allem das Dorf der Toten Seelen, das ist schon, das klingt schon sehr creepy. Und dann habe ich hier noch American Spy von Lauren Wilkinson, was ich leider auch noch nicht gelesen habe. Und das ist eigentlich nur bei mir im Regal gelandet, weil Barack Obama das empfohlen hat und ich meine sogar unter seinen Top Büchern aufgelistet hatte. Und dann dachte ich, okay, dann würde ich das super gerne mal lesen. Zumal es halt natürlich auch interessant klang und das irgendwie in Kombi hat mich. Ähm, sehr angesprochen. Bei den Krimis und Schrönland sind wir tatsächlich im Taschenbuchbereich angekommen und hier habe ich einmal von Klaus Peter Wolf drei Bücher. Das eine ist eben aus dieser Ostfriesen-Reihe mit Anne-Katrin Klaassen als Ermittlerin, ähm, was mit der Ostfriesen-Killer beginnt und Ostfriesen-Blut weitergeht. Und die habe ich mir in erster Linie tatsächlich besorgt, weil ich ja nach Ostfriesland gezogen bin und mich halt hier nicht so wirklich auskenne und Klaus Peter Wolf tatsächlich von hier stammt und sehr viele Dinge schreibt, die halt in Ostfriesland spielen und wirklich an Orten, die man eben auch wiedererkennt. Und ich fand es irgendwie total interessant, äh, für die Zeit, die ich jetzt hier oben lebe, dann irgendwie auch da vielleicht mal reinzulesen. Und das dritte Buch ist Totenstille im Watt, was eine andere Reihe von Klaus-Peter Wolf ist, die aber irgendwie auch Überschneidungen hat eben mit dieser An-Kathrin-Klaassen-Reihe. Wie und was genau kann ich euch aber auch nicht exakt aufdröseln, da ich die eben noch nicht gelesen habe. Dann zwei sehr spezielle Bücher. Einmal Lost Souls von Thomas Finn, was von dem Rattenfänger von Hameln inspiriert ist. Also auch sehr, sehr interessant. Und Schwarzer Schmetterling von Bernard Minier, was auch der erste Teil von einer Reihe eigentlich ist und einer der krassesten. Interessantesten und raffiniertesten psycho sein muss, die irgendwie geschrieben wurden. Das wurde mir auf jeden Fall enorm oft ans Herz gelegt. Ich habe hier einmal Cupido, Morpheus und Insomnia von Gillian Hoffman. Die Cupido-Reihe fand ich früher richtig, richtig stark und hätte da auch tatsächlich Lust mal drauf, die nochmal zu lesen und dann auch zu komplettieren, weil wir haben, glaube ich, immer zwei Bände gefehlt und Insomnia ist nochmal losgelöst davon, weil bei Cupido Geht es um eine thriller wo aber auch äh, wieder die Justiz eine gewisse Rolle spielt. Und ich fand das so raffiniert und gut gemacht. Und da sind noch ganz viele Tabs drin. Ähm, ja, die fand ich auf jeden Fall sehr stark. Dann habe ich hier zwischendurch wieder eher Cozy Crime mit einem irischen Dorfpolizist. Und nochmal eine Top-Autorin in meinen Augen, nämlich Ursula Poznanski mit Stimmen, was auch der erste Teil von einer Reihe war. Dann geht es weiter, wie man sieht, mit einem sehr zerlesenen Buch. Das habe ich nämlich geschenkt bekommen von einer lieben Freundin, die gesagt hat, ey, du musst es lesen, wie kann es das sein, dass du es das nicht kennst? Und zwar ist es "Menetekel" von Raymond Curry. Das ist ein Buch, das schon relativ alt ist und wo es irgendwie teilweise um den Weltuntergang geht. Also es ist so eine Art Wissenschafts-Thriller, aber irgendwie sehr, sehr abgedreht. Und die Perspektivwechsel fand ich sehr cool. Insgesamt ein sehr, sehr geiles Buch, das ich leider nicht komplett beendet habe. Ich habe das letztes Jahr gelesen auf dem Weg zur Gamescom. Und habe dann irgendwo mittendrin aufgehört. Ich habe leider keinen Marker mehr drin, weil ich gesagt habe, ich lese es dann, wenn noch nochmal von vorne. Ähm, bis zu dem Punkt fand ich es aber super spannend. Und ich weiß, ich kann euch ehrlich nicht sagen, warum ich das nicht weiter verfolgt habe nach der Gamescom. Auch was sehr Besonderes, Runa Schweigen von Vera Book. Wieder auch zwei klassische Füller, Einmal die Braut und all die bösen Taten von Anita Terpstra und Heather Chavis. Ein Buch, das ich einzeln zeigen muss, weil ich es so, so, so großartig fand. Nämlich Totenlied von Tess Gerritzen. Ich habe vorhin schon gesagt, dass mich ein Buch massiv von ihr überzeugt hat. Und das war dieses. Der Fall Kallmann von Hakan Nessa. Da ist wieder Melanie Rabe mit Die Falle. Was soll ich sagen? Nach wie vor. Absolut geniales Buch. Keiko Higashino nochmal mit seiner Inspektor-Kaga-Reihe mit böse Absichten und ich habe ihn getötet. Blutroter Schatten von Patricia Walter wurde mir tatsächlich von einer Zuschauerin empfohlen und daraufhin habe ich es mir direkt gekauft, aber leider auch noch nicht gelesen. Flug und Angst von Stephen King, bzw. Beth Vincent. Dann ist hier Roter Drache von Thomas Harris. Das ist aber tatsächlich der einzige Teil, den ich abseits von Kari Mora hier habe. Also ich habe die klassischen Hannibal Lecter Bücher leider nicht äh, weiter da, nur Roter Drache. Das ist der eine Riley Sager, den ich noch nicht gelesen habe. Und ich glaube, das war sogar das Debüt mit Final Girls, wenn mich nicht alles täuscht. Und Darling Rose Gold von Stephanie Wobel wurde mir auch sehr empfohlen, ähm, von einer lieben Kollegin damals. Und ich bin mal gespannt, äh, ob es mir dann auch gut gefallen wird. Sci-Fi-Crime haben wir mit die Apollo-Morde. Dann habe ich hier von Antonia Michaelis Nashville oder das Wolfspiel, was in Tübingen spielt, was ich sehr cool finde. Und ich habe es mir damals gekauft, weil ich in Tübingen auch studiert habe. Und dann habe ich hier nochmal von Chevy Stevens That Night schuldig für immer. Passt so schön mit den Blättern zusammen. Dann habe ich hier nochmal zwei Schirach-Bücher, nämlich Kaffee und Zigaretten, was ich sehr interessant fand, aber was jetzt kein Krimi oder Füller ist eigentlich. Und der Fall Colini, was ein unfassbar krasses Buch war. Sehr spannend, sehr gut geschrieben, aber auch wirklich nicht ohne. Dann habe ich hier so ein Vorab-Exemplar von Verschließ jede Tür von Riley Sager. Großartiges Buch gewesen. Ich würde mir das gerne irgendwann im englischen Original noch zulegen. Lock Every Door heißt es da. Und ähm, kann mich aber auch irgendwie aus Nostalgiegründen von diesem Vorab-Exemplar bisher noch nicht trennen. Auch was ganz Besonderes ist, ich ging in die Dunkelheit von Michelle McNamara, was eine True-Crime-Geschichte ist. Also es ist eigentlich eine wirkliche True-Crime-Ausarbeitung und geht um einen Killer, einen Serienkiller, der tatsächlich gefasst wurde, teilweise zurückzuführen auf diese, auf diese Recherchen. Auch wenn Michelle McNamara das eigentlich das leider nicht mehr miterleben konnte, weil sie zuvor gestorben ist. Aber dieses Buch wurde dann noch in ihrem Namen herausgebracht und veröffentlicht. Und das ist echt erschreckend, aber auch irgendwie sehr interessant gewesen zu lesen. Dann habe ich hier von Andreas Gruber aus der einen Reihe Todesfrist und Todesmärchen und aus der anderen Reihe den Rachesommer. Und ich muss gestehen, ich habe Todesfrist mal gelesen. Das ist aber sehr lange her und ich fand es, also das schon heftig. Das sind tatsächlich sehr heftige Thriller, sehr blutige Geschichten, wo ich auch gar nicht weiß, ob mir die heute noch so gefallen würden. Ich habe mich nämlich von vielen sehr blutigen Sachen, die ich dann irgendwie mh, als nicht. Gut begründet auch empfunden habe im Nachgang, aussortiert. Ich habe mich zum Beispiel von all meinen Cody McFadden-Büchern getrennt, obwohl ich da früher großer Fan war. Hat sich aber irgendwie auch ein bisschen gewandelt. Die schwarze Frau von Simone St. James. Das hat mich irgendwie so von der Aufmachung an den Film erinnert, der ja auch, glaube ich, die schwarze Frau heißt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, wo Daniel Radcliffe mitspielt. Ich äh, ich weiß gerade oder hier ist einfach nur die Frau. Nee, die Frau in schwarz, so hieß das. Anyways, das hat mich auf jeden Fall sehr daran erinnert und ich hatte irgendwie Bock auf Grusel und hab's dann aber doch nicht gelesen, weil ich zu viel Angst hatte davor. In unserem schmalen Regal geht es dann erstmal mit so ein bisschen Cozy Crime und auch so Thriller-lastig weiter, bevor es in die Romane übergeht. Und zwar ist es einmal mit Agatha Christie, das fehlende Glied in der Kette und Elementar, mein lieber Watson, was eine sehr coole Kurzgeschichtensammlung ist von verschiedensten Autoren wie Stephen King, Alan Bradley und noch ein paar mehr die Kurzgeschichten geschrieben haben mit neuen Fällen für Sherlock Holmes. Außerdem ist auch das Horrorgenre nochmal ein bisschen vertreten mit Sieben Reisen in den Abgrund von Joyce Carol Oates, was auch wieder Kurzgeschichten sind und Spuk in Hill House von Shirley Jackson. Dieses Buch, Freunde. Ein bisschen spezieller dürfte Westwind sein von Samantha Harvey. Außerdem habe ich hier aus dem japanischen Raum einige Sachen. Einmal die aosawa morde von Riku Onda, von Hideo Yokoyama, einmal 64 und einmal 50. Und last but not least von Asako Yutsuki Butter oder Butter. Ich vermute eher Cozy Crime wäre dann nochmal The Maid. Absolut geniale Empfehlung meinerseits für Romane mit richtig vielen kleinen Plot-Twists drin und so kleinen Twists und Turns schuldig und Geständnisse von Kanai Minato, Geständnisse Topnotch, Freunde. Wirklich Topnotch. Dann habe ich hier nochmal was Besonderes, auch aus dem Japanischen von Iori Fujiwara, der sonnenschirm des Terroristen. Und last but not least, dieses kleine, schmale, schöne Büchlein von Stephen King namens Erhebung. Dann kommt hier, muss ich gestehen, so ein ziemlich krasser Cut zu Romanen wie zum Beispiel zur See von Dörte Hansen, Herkunft von Sascha Stanisic und Dann Schlaf auch Du von Leila Slimani, was ein sehr brutales, aber auch wirklich krass gut geschriebenes Buch ist. Krimi- und Mystery-mäßig angehaucht sind dann wieder diese beiden. Einmal die Geschichte der Baltimores von Joel Dicker und von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker. Die Melodie der Bienen von Eileen Garvin und das rote Rotadressbuch von Sophia Lundberg. Ich denke auch nochmal sehr besonders ist ein Lied vom Ende der Welt von Erika Ferencik. Dringend lesen möchte ich auch diese beiden noch. Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Und eine ganz dumme Idee von Frederik Backmann. Von Frederik Backmann habe ich schon so viel gehört und leider noch nichts gelesen. Auch wenn die Beleuchtung hier gerade nicht mehr so mitspielt in dieser Ecke, ist, glaube ich, sehr gut zu erkennen, dass hier meine ganzen Diogenes-Bücher stehen. Und ganz vorne dran steht einmal die letzten Hexen von Blackbird Castle von Stefan Bachmann, was ich sehr, sehr cool aufgemacht finde, weil die Jugendbücher ja sonst immer wirklich so komplett weiß sind und dann ein Bild vorne dran haben und das ist halt so ein kompletter Kontrast irgendwie dazu und sehr besonders aufgemacht. Und von Doris Dörry Leben schreiben atmen, was ich auch sehr, sehr interessant zu lesen fand und was auch, glaube ich, für alle so eine kleine Einladung, wie es auch hier steht zum Schreiben, Bedeutet, nicht nur für Menschen, die eh schon schreibtätig sind, sondern auch ähm, für andere, die dieses heilsame Schreiben vielleicht für sich entdecken möchten. Hier in diesem kleinen Stapel versteckt von Simon Gomery, Rendezvous mit einem Oktopus. Meine Benedict Wells-Schätze, also die Taschenbücher zumindest, mit fast genial, das, die Wahrheit über das Lügen und Becks letzter Sommer. Benedict Wells ist für mich einfach ein ganz, ganz besonderer Autor, der wirklich ein Talent hat was schreiben angeht, das ist ich weiß nicht, wie man das in Worte fassen soll und ich liebe seine Werke, ich habe alles gelesen bis auf ein einziges, was ich mir immer noch aufhebe und ich weiß, dass er jetzt tatsächlich entgegen dem was er gesagt hat ein neues Buch veröffentlicht hat, aber ich glaube, auch da geht es eher um seine Arbeit und um das Schreiben, als dass er jetzt da noch mal eine Geschichte geschrieben hätte. Ich habe dann hier noch in dieser ähm, etwas größeren Ausgabe, weil das ein Leseexemplar war, Heartland von ihm. Und in der gebundenen Fassung Vom Ende der Einsamkeit. Dann haben wir hier einen Klassiker mit das Parfüm von Patrick Süßkind. Ich mochte die Geschichte sehr gern. ich habe die freiwillig gelesen und nicht für die Schule. Von Martin Suter Die Zeit, die Zeit und von Ray Bradbury Fahrenheit 451. Den Palast der Finsternis von Stefan Bachmann. Die Maske von Fuminori Nakamura. Ja, da ist er jetzt. Äh, Spinner von Benedict Wells. Habe ich tatsächlich warum auch immer nicht bei den anderen liegen gehabt. Das ist dieses eine Buch, das ich noch nicht gelesen habe und das ich mir immer noch so ein bisschen aufhebe. Farm der Tiere von George Orwell, Der Alchemist von Paulo Coelho und H.T. Wells Krieg der Welt, was man glaube ich fast alle drei als Klassiker ansehen kann. Ich glaube auch Der Alchemist ist so ein Werk, das so viele Menschen gelesen haben und, ähm, das auf ganz vielen Listen vorhanden ist. Und dann habe ich hier noch den Roman zu Shutter Island, den ich noch nicht gelesen habe. Ich habe das Film, ich habe den Film schon mehrmals gesehen und fand den großartig damals. Ich habe den sogar im Kino gesehen. Und wollte schon immer mal das Buch dazu lesen. In dieser extra großen Leseexemplarsausgabe habe ich dann noch hier Der Stotterer von Charles Lewinsky und Die Liebe im Ernstfall von Daniela Krien. Auch beides Werke, die ich sehr, sehr stark gefeiert habe. Großartige Autoren. Der Stotterer hat mich so krass überzeugt. Das ist so ein gutes Buch. Und Die Liebe im Ernstfall war auch echt toll zu lesen. Außerdem habe ich in der Form noch ein paar mehr Bücher, die ich aber noch nicht gelesen habe und die auch nicht hier reinpassen. Deswegen habe ich die gesondert gestellt. Und zwar ist es einmal von Marco Balsano. Ich bleibe hier. Die Enkelin von Bernhard Schlink. Rote Kreuze. Von Sascha Filipenko, Karlmann von Joachim B. Schmidt und dann nochmal von Charles Lewinsky, der Halbbart, was mich auch sehr interessieren würde, einfach weil ich gerne von Charles Lewinsky nochmal was lesen möchte. Aber das ist ein relativ umfangreiches Werk. Als Hardcover habe ich dann noch von Daniela Krien der Brand, Marlene von Philipp Jan. Und das Damengambit sowie der Mann, der vom Himmel fiel, von Walter Tevis. Das Damengambit einfach ein unfassbar großartiger Roman und ich hoffe, dass mich der Mann, der vom Himmel fiel, auch abholen kann. Eine Reihe drunter geht es weiter mit Daisy Jones and the Six von Taylor Jenkins Reid und The Girls von Emma Klein, Harlem Shuffle von Colson Whitehead, Das Leben nach Boo von Neil Smith, Tausend Väter von Nung Darm, was ich auch sehr als sehr speziell empfunden habe beim Lesen. Das letzte Bild ist Sarah DeVos von Dominic Smith. Das brennende Mädchen von Claire Messut und Radioactivity von Karin Kalisa. Miroloy von Karin Köhler, wo ich mal eine Lesung äh, hören durfte von ihr. Das war sehr interessant zu hören, was sie sich bei diesem Roman gedacht hat, wie der entstanden ist. Und ja, das war auf jeden Fall ein sehr, spann ein sehr spannendes Erlebnis, aber ich habe es leider noch nicht lesen können. Kurt von Sarah Kuttner ist eines der bewegendsten Bücher, glaube ich, in meiner ganzen Sammlung. Im letzten Licht des Herbstes von Mary Lawson fand ich auch eine sehr schöne Lektüre. Nicht allzu spannend, nicht allzu rasant, einfach eine, ja eine schöne Lektüre zum so weglesen. Gerade für den Herbst natürlich sehr passend mit den Farben hier. Mal die Ladenhüterin von Saya Komorata weil auch hier sind wir jetzt bei Taschenbüchern angelangt. Großartiges Buch von Thomas Mullen, Band 1 und 2 der Darktown-Trilogie, Darktown und Weißes Feuer. Den dritten Band habe ich tatsächlich im Hardcover, deswegen steht der hier nicht dabei. Heaven von Mieko Kawakami, was die Autorin von Bruste und Eier ist, was glaube ich sehr viele kennen. Nochmal ein Mac Wollitzer Buch allerdings, hier im Taschenbuch mit die 10 Jahrespause. Mariana Leki einfach auch eine Absolut fantastische Autorin. Die Herrenausstatterin ist das einzige Buch, das ich noch nicht gelesen habe. Von ihr Erste Hilfe habe ich sehr gefeiert. Genauso wie was man von hier aus sehen kann. Und ich glaube, das sieht man auch hier. Auch ein absolut geniales Buch ist Alte Sorten von Ewald Arends. Lest das unbedingt, wenn ihr was Entschleunigendes haben wollt. Und Benjamin Meyers Offene See habe ich noch nicht gelesen meine wundervolle Buchhandlung und Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung von Petra Hartlieb sind absolute Must-Reads für alle, die sich irgendwie für den Buchhandel interessieren, vielleicht selber dort arbeiten und da irgendwie mal ein bisschen Background dazu hören wollen, denn Petra Hartlieb hat mit ihrer Familie selbst einen Buchladen einfach relativ spontan übernommen und das ist total wild, das zu lesen und sie zeigt sehr, offen und ehrlich die schönen aber auch die stressigen Seiten daran und macht das mit einer sehr guten Portion Humor und das ist einfach sehr sehr schön sehr viel Liebe zum Buch und sehr empfehlenswert die Katzen von Shinjuku das Mädchen, das in der Metro las. In den Wäldern der Biber von Franziska Fischer und die Liebe an miesen Tagen von Ewald Ahrens. Und abschließend hier nochmal Mariana Lecki mit Kummer aller Art. Im untersten Fach gehen wir dann Richtung Romance. Da habe ich Petra Hülsmann vertreten. Einmal Morgen mache ich bessere Fehler, was ein sehr lang erwartetes Buch von ihr war, weil sie sehr lange nichts mehr geschrieben hat und das immer wieder verschoben wurde. Ähm, aber auch viel aus privaten Gründen einfach raus. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Wenn ich wirklich mal was Leichtes, Lockeres lesen will, habe ich Petra Hülsmann sehr für mich entdeckt. Hummeln im Herzen finde ich einfach. Zuckersüß habe ich sehr 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 gerne gelesen und das ist auch so eine Empfehlung für alle, die sagen, sie brauchen was locker, leichtes, wo aber ein bisschen Love Story auch drin ist und wenn es einfach wäre, es jeder machen. Ja, dann habe ich da noch Nordseeglitzern und Küstenträume von Tina Martens. Typisch leichte Lektüre, aber auch das lese ich ab und an halt einfach sehr gerne. Ich muss aber wirklich in der richtigen Stimmung dazu sein. Dann eigentlich weniger Romance, aber trotzdem sehr, sehr schöne Leseerlebnisse. Zwei Wochen im Juni und der Buchspazierer von Carsten Henn. Der Lichterzauber in Manhattan von Sarah Morgan und Pension Herzschmerz von Christine Marie Beloff. Dann habe ich hier eine kleine Reihe von Debbie Macomber. angefangen mit Winterglück, Frühlingsnächte, Rosenstunden und mir fehlt aber auch noch was. Und ich glaube Sommerleuchten oder so irgendwas. Und dann habe ich hier noch das kleine Cottage am Meer von ihr. Das sind halt auch wirklich so richtige, ja, einfach fürs Herz, sagt man halt, ne? Die Insel der Zitronenblüten von Christina Campos. Und zum Abschluss die Honigtöchter und der Zauber zwischen den Seiten von Christina Caponi, was ich eine sehr coole Autorin finde aus Italien. Die finde ich schon ein bisschen so ein gewisses Etwas einfach in ihre leichte Lektüre mit reinbringt. Und leichte Lektüre meine ich auch, muss ich nochmal betonen, gar nicht abwertend. Ich lese sowas, wie gesagt, auch sehr gerne zwischendrin, aber halt eher selten. Es ist nicht so die Norm. Bei den nächsten beiden Romanregalen legen wir ganz, ganz oben auf den Regalen los mit Vardo nach dem Sturm und Die Tochter des Uhrmachers von Kate Morton. Die Störrische Braut von Anne Tyler, was ich richtig, richtig gut fand und Das Flüstern der Bienen von Sofia Segovia. Die Verborgenen Stimmen der Bücher von Bridget Collins und Die Vier Winde von Kristen Hannah. Frauen, die Blumen kaufen von Vanessa Monfort habe ich kürzlich gelesen, fand ich ganz nett. Und Wo auch immer ihr seid von Que Pam habe ich leider noch nicht gelesen. Absolute Want-to-Read-Bücher haben wir dann hier noch. Einmal Die Gestirne von Eleanor Ketten und Die Erfindung der Flügel von Sumon Kitt, was mir zigfach empfohlen wurde. Und die Kunst des Verschwindens von Melanie Rabe einfach, weil es ein Melanie Rabe Buch ist und ich diese Autorin sehr, sehr, sehr bewundere. Dann habe ich hier einmal die geballte Kraft von Mac Woolitzer mit das weibliche Prinzip, die interessanten und das ist dein Leben. Die mussten tatsächlich nur nach da oben wandern, weil ich Platz machen musste für einen Bucknook. Das seht ihr aber gleich in dem, in dem eigentlichen Regalbrett, in dem wir uns gerade befinden. Da sind nämlich diese ganzen Dumont Bücher. Dann habe ich hier noch Der Junge mit dem Herz aus Holz von John Boyne, was ich gebraucht bekommen habe und es leider sehr, sehr gelitten hat, also zumindest der Umschlag. Aber das war mir dann egal, vielleicht kann ich das noch irgendwie mal kleben. Jenny Le Code mit Die Übersetzerin und das verschlossene Zimmer von Rachel Givney. Ich denke, nicht ganz so einfach zu lesen. Aus diversen Gründen sind zum einen das Paradies von Hanya Yanagihara, genauso wie das zweitbeste Leben von Tayari Jones und Kleine Freuden von Claire Chambers. Dann haben wir da noch was sehr Besonderes stehen, nämlich die Karte meiner Träume von Ralf Larsen, was einfach vom Format her so groß ist, dass es nirgends anderes richtig reinpasst, außer nach ganz oben. Ja, dann behaltet im Hinterkopf, was ich vorhin gesagt habe. Ganz oben ist es nicht ganz so krass sortiert. Da geht es nämlich über in die Kinderbücher und dann auch schon zu den englischen. Einmal mit Tintenherz, Tintenblut und Tod, was ja die Trilogie von Cornelia Funke ist. Und es sind, glaube ich, auch die einzigen Kinderbücher, die ich tatsächlich ganz da oben oder allgemein in diesem Regal stehen habe. Und da gesellt sich natürlich jetzt dann auch noch die Farbe der Rache dazu, was noch nicht ganz so lange hier steht. Im obersten Regalfach geht es dann weiter mit das Geschenk des Lebens von Sarah Leipziger und David Mitchell mit Die Knochenuhren. Dann haben wir hier das Flüstern der Bäume von Michael Christie und Was der Fluss erzählt von Diane Satterfield immer noch eins meiner liebsten Cover. Wieder eher ernstere Themen haben wir hier mit Die Inseln von Amitav Ghosh, wo ich leider nicht richtig reingefunden habe. Ich habe das einmal angelesen, aber noch nicht geschafft. Ich würde es gerne nochmal probieren irgendwann, aber ich war noch nicht in der richtigen Stimmung dazu. Und von Gerhard Jäger, Der Schnee, das Feuer, die Schuld und der Tod. Reise mit zwei Unbekannten von Zoe Brisby. Von Jasmin Schreiber, Marianne Graben, was ein absolutes Top-Buch war für mich. Und der Mauersegler, was ich noch nicht gelesen habe. Ich finde, alleine durch die Cover wirken alle drei diese Bücher so ein bisschen mystery-mäßig. Und zwar ist es einmal The Doll Factory von Elizabeth McNeil. Von Elizabeth McNeil dann ebenfalls Zirkus der Wunder. Und von Sarah Perry, Die Schlange von Essex unter uns das Meer von Amity Gage, wo es eigentlich um eine Ehe geht und morgen, morgen und wieder morgen von Gabriel Zevin, wo es auch um eine sehr enge zwischenmenschliche Beziehung geht, aber nicht nur. Ich glaube, richtig spannend wird es dann wieder mit die Vorhersage von Nikki Ehrlich, was ich dieses Jahr gerne noch lesen möchte. Und Heimwärts von Kate Morton ist, glaube ich, auch mal ein bisschen ein anderer Ansatz. Whisper Network von Chandler Baker. Das Glück hat acht Arme von Shelby Van Pelt und von Clara Jahn das Lied des Waldes. Und nochmal von Clara Jahn, die Farbe des Nordwinds und im Licht des Augenblicks von Garth Stein. Außerdem wieder sehr besonders und auch sehr viel gelobt ist das Leuchten der Rentiere. Was relativ unbekannt ist, glaube ich, ist Die Lügner von Kate Weinberg. Meine geniale Freundin von Elena Ferrante ist leider das einzige Buch, das ich aus dieser Reihe habe. Ich weiß, es sind vier Bände. Ich habe es immer noch nicht gelesen und ich habe mich dann auch irgendwie nicht aufraffen können, die anderen zu besorgen, wenn ich noch nicht mal das hier gelesen habe. Zwei sehr empfehlenswerte Bücher für jemanden, der einfach mal was lesen möchte, was einem so ein bisschen ein Wohlgefühl verschafft, ist einmal die Tage in der Buchhandlung Morisaki von Satoshi Yagisawa und was man von hier aus sehen kann von Mariana Leki. Noch ungelesen sind diese beiden: die karierten Mädchen von Alexa Henning von Lange und Jenseits der Erwartungen von Richard Russo. Ebenfalls wie Brüste und Eier von Mieko Kawakami, was ich aber unbedingt sehr gerne dringend lesen möchte, weil das ja ein sehr umstrittenes Buch auch ist und ähm, sehr, sehr viel positive Stimmen aber auch erfahren hat. Und ich, ich möchte es unbedingt lesen. Großartig ist einfach Jess Kid, Ganz große Liebe, wisst ihr, ist der Freund der Toten von ihr. Und die Ewigkeit in einem Glas habe ich noch nicht gelesen. Drei doch wieder sehr ernsthafte Bücher sind einmal Durch die Nacht von Stieg Setterbacken, Lange Nacht von Thomas Mullen, was der dritte Band aus einer Reihe ist, wo ich die anderen aber nur im Taschenbuch besitze, die ihr ja schon gesehen habt, und Macht von Heidi Furre. Und dann haben wir hier noch die Bücherjägerin von Elisabeth Bär. Bevor wir dann tatsächlich hier bei der ersten Booknug angekommen sind, das ist die Sakura Station. Ich liebe sie sehr. Ähm, ich finde die super, super cute. Und natürlich musste die neben die Murakami-Bücher da haben wir einmal die Ermordung des Kommentatore, eine Idee erscheint, leider nur den ersten Band, die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki, Kafka am Strand, Naokos Lächeln, Erste Person Singular und noch ein sehr besonderes Buch von Murakami, Gesammelte T-Shirts und genau das ist es, er spricht da über seine T-Shirt-Sammlung. Also da sind legit Bilder von seinen T-Shirts drin und er erzählt dann im Prinzip immer zu jedem Shirt eine kleine Anekdote, eine Art Geschichte, so ist das Ganze aufgebaut. In der dritten Reihe geht es dann hier weiter mit mit Heike die Mitternachtsbibliothek. Ich liebe mit heike Was soll ich sagen? Absoluter Top-Autor. Niemands mehr von Hope Adams. Gute Nachbarn von Therese N. Fowler. Die Wiederentdeckung des Glücks von Antonia Michaelis und das Geburtstagsfest von Judith Taschler. Beide Autorinnen, die ich sehr schätze. Und die auch nicht die leichteste Lektüre schreiben. Bleibt bei mir von Ayobami Adebayo, auch ein sehr bewegendes Buch. Und Free Women, bzw. Drei Frauen von Liza Tadeo. Die Tanzenden von Victoria Maas. Dann habe ich hier von Claire Fuller einmal eine englische Ehe, Bittere Orangen und unsere unendlichen Tage. Von Nellation habe ich erst kürzlich zum ersten Mal gelesen. Ein Buch, und zwar Der Wald war das, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich, Ellen, und vor allem auch Die Farbe von Milch möchte ich unbedingt auch noch lesen. Anna von Niccolo Aminati ist ein unfassbar interessanter Endzeitroman, wenn man so sagen möchte, der wirklich eine sehr besondere Note hat. Und den man, ich weiß gar nicht, der nicht rasant ist einfach. Und schöne Welt, wo bist du von Sally Rooney? Ich habe von dieser Autorin tatsächlich noch kein einziges Buch gelesen. Dann habe ich hier noch Waldinneres und das Ministerium des äußersten Glücks. Der Wahl und das Ende der Welt von John Iron Munger und auch die Leuchtturmwärter von Emma Stonex, finde ich beides, sind keine rasanten Bücher, keine Bücher, die man lesen sollte, wenn man irgendwie eine spannende Geschichte sucht, sondern ich weiß auch nicht. Ich finde, die, die Ausgangssituationen klingen halt sehr viel spannender als die Romane an sich, aber ich fand, die haben halt einfach einen gewissen Tiefgang den man aber auch ähm, mögen muss, weil ich finde, beide sind sehr melancholisch. Die Leuchtturmwärter vielleicht noch ein Stückchen mehr. Da habe ich sehr viel Melancholie rausgelesen und da muss man vielleicht auch in der richtigen Stimmung sein. Der Pfirsichgarten von Melissa Fu. Und Der Zopf von Letizia Colombani, was ich wirklich ein sehr, sehr schönes Buch fand, zum leicht weglesen, das aber auch einfach einen gewissen Tiefgang hat, sage ich mal. Und Das Gegenteil von Einsamkeit von Marina Keegan, das ist auch so ein bisschen bittersüß, da das eine Sammlung von Texten ist von einer sehr jungen Frau, die leider sehr jung ins Leben gekommen ist und die sehr einen sehr tollen Schreibstil hatte und sehr tief blicken ließ in ihren Texten. Und schon geht's wieder eine Reihe Tiva mit drei Büchern aus dem Mare Verlag, der ja auch immer sehr besondere Bücher macht, finde ich. Also nicht so für die breite Masse. Einmal Ursprung von Eva Tint, Snowflake von Louise Nealon und Nur hier sind wir einzigartig von Christine Abel. Dann haben wir hier auch nochmal zwei sehr besondere Bücher, Der Gesang der Berge und Der Klang der Wälder. Nicht nur schöne Covers, sondern glaube ich auch sehr schöne, aber auch melancholische Geschichten enthalten. Das Geheimnis von Shadowbrook ist auch so ein Buch, das ich unbedingt gerne lesen möchte. Und das finde ich mich auch vom Cover her immer an die Schlange von Essex erinnert. Und der Schatten des Windes von Carlos Ruiz davon, Freunde. Das ist so ein krass gehyptes Buch und ich habe das mal versucht zu lesen und bin ums Verderben nicht reingekommen in dieses Buch. Ich wusste aber, dass es in diesem Buch einfach auch ganz viel um Bücher geht, um die Liebe zum Lesen und dass es ein Meisterwerk sein muss und dass es so gefeiert und gelobt wird. Deswegen habe ich es aufgehoben und mir geschworen, das irgendwann nochmal zu versuchen. Hier aus dem Tropenverlag eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt. Das war echt ein abgefahrenes und wirklich cooles Buch, was man hier auch in den ganzen Markierungen sieht. Ich habe das sehr gerne gelesen. Und die Meer Meerjungfrau von Black Conch ist, glaube ich, auch was sehr Besonderes. Ich mag allgemein die Bücher aus dem Tropenverlag oft sehr gerne, wenn auch die einfach wirklich sehr speziell oft sind, kann man glaube ich durchaus so sagen. Außerdem aus dem Tropenverlag und wirklich ein riesiger ein riesiges Herzensbuch für mich ist Der Blumensammler von David Whitehouse. Das ist so ein fantastisches Buch. Wilde Freude und 3000 Yen fürs Glück. Ich glaube, das sind auch beides sehr emotionale und besondere Romane. Der Moment zwischen den Zeiten und was ich euch nicht erzählte von Celeste Ing, das habe ich in, vor vielen, vielen, vielen Jahren gelesen. Also wirklich lange, auch bevor Celeste Ing so ein Hype erfahren hat in Deutschland. Das war ja auch lange noch vor kleine Feuer überall. Und ich glaube, das ist so ein Buch, das ich dringend noch mal lesen müsste mit diesem Abstand jetzt. Dann habe ich hier noch Giovanni's Zimmer von James Baldwin und die Erfindung des Countdowns von Daniel Mellem. Dann könnte man meinen, dass diese beiden Romane beide hier sehr mythologisch anmuten. Bei Stoneblind, der Blick der Medusa, ist das auch absolut richtig. Da geht es um die Medusa. Also sehr um die, sehr viel um die griechische Mythologie. Bei Ich Sperling ist das ein bisschen anders. Da geht es zwar auch in gewisser Maßen um das römische Reich und geht so ein bisschen in diese Zeit zurück, aber auf eine sehr kritische und ganz andere Erzählweise. Und das ist auch so ein Buch, auf das ich sehr, sehr gespannt bin, ob mir das gefallen wird und was ich da noch rausziehen kann. Aber auch ich habe mich damals vom Cover erstmal total irreleiten lassen. Das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch und Stories von Joy Williams. Hier habe ich nochmal von Celeste Ing unsere verschwundenen Herzen, was ja nicht so einen krassen Hype erfahren hat. Pompeji von Eugen Ruge und Die Überlebenden von Alex Schulmann. Alles drei Bücher, die, glaube ich, nicht unbedingt die leichteste Lektüre darstellen, aber sehr besonders sein sollen. Vor allem die Überlebenden bin ich gespannt ob ich da rein finde. Und am Ende der Buchreihe habe ich dann noch das Museum der unerfüllten Versprechen und ich erfinde dir Paris. Ihr kennt das Spiel schon, die letzten beiden Reihen äh, hole ich wieder hoch und da sind wir wieder bei den Taschenbuchreihen angekommen. Da habe ich einmal Tiger von Polly Clark. Ein Start ins Leben und wenn du mich heute wieder fragen würdest und alle drei Bücher jetzt waren aus dem Eisele Verlag, wo ich schon oft gesagt habe, dass ich einfach dieses literarische Programm, das die haben, total schätze und ganz arg toll finde. Das ist ein kleinerer Verlag, der auch nur ein sehr ausgewähltes Programm jedes Jahr hat. Und ich finde die Bücher einfach fantastisch. Fische von Melissa Broder, das wurde mir mal irgendwann empfohlen, deswegen ist es mitgegangen. Und Carrie Soto is Back, was ich unbedingt lesen möchte, jetzt nachdem ich Malibu Rising gelesen habe. Ein Buch, vor dem ich großen Respekt habe, das ich aber auch ganz dringend lesen möchte, ist, ist Deutsches Haus von Annette Hess. Das ist wieder eins meiner absoluten Herzensbücher, das ich ganz, ganz, ganz dringend noch mal lesen möchte. Die Geisha von Arthur Golden. Auch hier habe ich zu der Zeit, als ich das gelesen habe, leider nicht markiert, wie man sieht. Das bereue ich jetzt so ein bisschen. Deswegen habe ich damit auch kürzlich wieder angefangen. Aber das würde ich so gerne, so, so gerne einfach nochmal lesen. Ich habe die Geisha so sehr geliebt und das ist ein ganz, ganz, ganz besonderes Buch. Da habe ich auch wahnsinnig viel drüber geschwärmt und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, wenn ich das wieder lesen werde. Und ich beneide jeden, der dieses Buch zum ersten Mal lesen darf noch. Lichter auf dem Meer und Seelenspiel. Auch ein sehr gehyptes äh, Dickes Buch, Die Wahrheit über den Fall Harry Kibber von Joel Dicker. Als nächstes stehen hier drei Bücher von Margaret Atwood, einmal Alias Grace, was ich tatsächlich gerade am Lesen bin. Dann Der Report der Markt und Hexensaat, was ich ja ganz besonders fand von ihr. Fallers Große Liebe von Tommy Bayer, was auch wirklich ein ganz fantastisches Buch für mich war, als ich das gelesen habe. Große Liebe. Und I saw a man von Owen Shears, wo ich sehr gespannt bin, wie es mir gefallen wird. Dann habe ich hier gleich drei Bücher, die mich wirklich, wirklich sehr berührt haben, die ich wärmstens empfehlen kann, auch wenn bis ans Ende der Geschichte vielleicht ein bisschen unter Vorbehalt, weil es eben ein sehr ernstes Thema behandelt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es das eigentlich jeder mal gelesen haben sollte, weil hier geht es um eine Aufarbeitung des Holocaust, aber auf die berührendste und schönste Art, die ich jemals gelesen habe, was dieses Thema betrifft. Die bin von Markus Zusack ist auch so ein fantastisches Buch und ich habe das sehr spät in meinem Leben erst gelesen, muss ich sagen, ähm, und war einfach so fasziniert von dieser Idee dass diese Geschichte aus der Sicht des Todes erzählt wird, der einfach ein sehr sensibles Wesen in dem Fall ist und der auch eine gewisse Art von Humor hat und von sehr viel Emotionen einfach widerspiegelt. Und die Geschichte an sich ist ebenfalls sehr wichtig, sehr, sehr toll erzählt. Gekrönt wird das Ganze hier noch von Ich und die Menschen von Matt Haig, was ich auch erst zu Anfang des Jahres endlich mal gelesen habe. Matt Haig ist für mich ja eh ein Autor, den ich wirklich toll finde, dem ich alles gerne lesen möchte. Und ich und die Menschen war, glaube ich, sogar sein Debüt in Romanform und einfach großartig. Man sieht auch tatsächlich, dass ich hier und auch bei Die Bücher, die bin, markiert habe. Das war leider auch zu dieser Zeit, wo ich nicht markiert habe in Büchern und auch hier bereue ich es sehr. Bedeutet aber, ich muss es einfach dringend nochmal lesen. Gerade die beiden da ist es überfällig, dass ich die nochmal lese. Ich und die Menschen ist halt jetzt noch nicht so lange her. Aber auch das ist ein Buch, das ich, glaube ich, nicht nur einmal lesen möchte. Zwei sehr gegensätzliche Bücher, nämlich einmal Die Kleine Literarische Apotheke, was, glaube ich, echt so ein ganz tolles Wohlfühlbuch sein wird, hoffe ich zumindest. Und Idaho von Emily Ruskovic, was ein unfassbar brutales Buch ist. Also das war damals sehr gut, aber auch nicht ohne. Also das ist eine Erzählung, für die man schon auch starke Nerven braucht, sage ich mal. Ja, auch nochmal was sehr Besonderes, Schmales. Die Kieferninseln von Marion Poschmann. Auch das ist so ein Buch, das ich, glaube ich, dringend nochmal lesen müsste, um mehr noch dazu sagen zu können, weil das nicht so einen krass nachhaltigen Eindruck leider hinterlassen hat bei mir. Außer, dass ich noch weiß, es gab so ein, zwei Stellen, die fand ich einfach sehr, sehr schön umschrieben, was die Landschaft angeht. Aber mehr ist irgendwie nicht hängen geblieben. Rebecca von Daphne du Maurier. Ein Leben mehr und der Pfau. Die kleine Buchhandlung am Ufer der Themse, was glaube ich auch einfach so ein richtiger Cozy Read sein könnte. Und zuletzt Harriet Wolfs siebtes Buch der Wunder sowie Gute Geister. Die erste Reihe geht dann erstmal los mit Wo der Wolf lauert. Doch von Drangsal, wo ich bisher echt nicht reingefunden habe. Requiem. Und Unterdeck. Dann geht es erstmal weiter mit einem hochgestapelten Stapel. <laughs> Bei dem das oberste Buch Die Geheime Geschichte von Donat Hart ist, was ein absolutes Herzensbuch auch ist. Es ist so großartig von Robert Seethaler, Ein ganzes Leben und Dein falsches Herz von Stephanie Scott. Ein, glaube ich, auch sehr besonderes Buch, nämlich das größere Wunder. Ich glaube, wieder ein bisschen mehr Richtung Cozy Read wäre dann ein Himmel voller Sterne und Das Glück der Geschichtensammlerin. Das hier zählt fast schon als moderner Klassiker: Sophie's Welt von Jostein Garder. Ja, leider noch nicht gelesen. Und die letzte Sache, die in diesem Stapel war, ist ein untadeliger Mann von Jane Gardam, gefolgt von einer treue Frau und letzte Freunde, wo es eigentlich um ein und dieselbe Geschichte bzw. Dynamik geht zwischen einem Ehepaar und, ich glaube, dem besten Freund von dem Mann. Dann habe ich hier noch das Bücherschiff des Monsieur Perdue von Nina George, von der ich noch nichts gelesen habe. I know, nicht mal das Lavendelzimmer. Ich schäme mich sehr. Und Kaffee leben von Jo Lefers. Dann habe ich hier direkt drei Bücher, die ich alle drei sehr, sehr gerne lesen möchte. Bei Bleiben von Judith Taschler muss ich aber gestehen, dass ich einfach großen Respekt davor habe. Ich liebe Judith Taschler. Ich mag ihre Bücher unfassbar gerne. Jetzt, wo ich gerade anfange drüber reden, weiß ich auch gar nicht, warum ich die Deutschlehrerin nicht mehr habe. Warum ist das hier nicht dabei? Habe ich das mal verliehen? <laughs> ich habe das Gefühl, ich habe echt viele Bücher verliehen und nie zurückgehalten. Anyways, auf jeden Fall liebe ich Judith Taschler sehr viel in Schreibstil. Und ich ähm, ja habe aber auch großen Respekt davor, weil sie echt ja sehr direkt schreibt. Beziehungsweise sehr emotionale Themen einfach auffüllt. Brave Hunde kommen nicht zum Südpol. Ist, glaube ich, auch eine ganz besondere Geschichte, die mir mal von einer Kundin so dermaßen ans Herz gelegt wurde. Die hat, also die hat mir das Buch im Prinzip verkauft. <laughs> und deswegen habe ich es mir tatsächlich bestellt extra und ja, seither noch nicht gelesen. Shame. Außerdem von Jan Philipp Senker, Das Flüstern der Schatten, das ist ja auch ein, der erste Band dieser China-Trilogie. Der Autor, der auch das Herzen geschrieben hat und noch ein paar andere Werke. Und ich wollte schon lange mal schauen, wie sein Schreibstil ist, wie, wie der mir taugt. Dann habe ich hier gleich vier Bücher von Kazuo Ishiguro. Alles, was wir geben mussten, ist, glaube ich, somit das bekannteste, das es auch von ihm gibt, das auch auf unzähligen Must-Read-Listen drauf ist. Damals in Nagasaki, was vom Tage übrig blieb, ist auch, glaube ich, relativ bekannt. Und der begrabene Riese, was ich tatsächlich noch auf meiner Leseliste von diesem Jahr draufstehen habe die Reise mit der gestohlenen Bibliothek, was bei mir einziehen musste, nachdem ich den Blumensammler von David Whitehouse so sehr gefeiert habe und Underground Railroad von Colson Whitehead. Dann haben wir hier auch nochmal drei sehr besondere Sachen. Zwei und dieselbe von Mary E. Pearson, was echt schon älter ist und mir ist tatsächlich, ich wusste nicht mehr, wer das geschrieben hat und mir ist jetzt gerade erst bewusst geworden, dass das ja die Autorin ist, von der Kuss der Lüge und von vielen anderen Jugend-Fantasy-Geschichten, die ja einen richtigen Hype erfahren hat. Das war ein äh, deutlich älteres Buch von ihr und... Und ich finde das total interessant gerade. Außerdem der Cox oder der Lauf der Zeit von Christoph Franzmeier und Und es schmilzt von Lise Spitt. Außerdem habe ich hier noch Zwischen den Meeren von Sarah Moss sowie und andere Formen menschlichen Versagens von Lennart Luss. Dann habe ich hier noch ein ganz schmales Büchlein, nämlich Serious Crime Fall 1 und 2 das mir ja zugesendet wurde von einem lieben Zuschauer, der das selber geschrieben hat. Und ja, da darf ich reinlesen. Das kleine Cottage in Irland von Julie Kaplan. Das ist so eine Reihe, die mich irgendwie fasziniert, weil das so durch die ganze Welt gefühlt geht und es irgendwie immer so total Fernweh in mir weckt. Kein Wort mehr über Liebe von dem Autor, der ja auch die Anomalie geschrieben hat, was ich großartig fand, sowie Töchter von Lucy Fricke und Space Girls von Maike Nielsen. Und das letzte in diesem Regalfach und somit auch in diesem Regal ist der Wolkenatlas von David Mitchell, was ich auch wirklich dringend endlich mal lesen sollte. Das muss so ein grandioses Buch sein. Gehört, denke ich, einfach gelesen. In dem schmalen Regal dazwischen stehen dann wieder im obersten Fach erstmal zwei Bücher von Erica Swyler: Das Geheimnis der Schwimmerin, was vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, ich mir wieder gekauft habe, nachdem ich es aussortiert hatte vor einigen Jahren. Die Gründe erzähle ich euch dann, wenn ich es nochmal lese. Und der Tag, an dem mein Vater die Zeit anhielt. Mr. Widows Katzenverleih von Antonio Michaelis und die kleinen Wunder von Mayfair von Robert Dinsdale. Ich bin Zierze oder I'm Cersei von Madeline Miller und mit dir bis ans andere Ende der Welt von Mary Beth Kane. Ich glaube, sehr besonders und sehr... Wholesome ist auch die Leiste Last der Dinge von Ruf Oseki. Ein etwas dickerer Schinken mit Markus Zusacks nichts weniger als ein Wunder. Die verlorenen Blumen der Alice Hart von Holly Ringland. Und vom Versuch, einen Glücksgott loszuwerden von Komashida, was wieder aus dem Kass-Verlag ist, die sehr viel aus dem Japanischen übersetzen, wo auch immer sehr spezielle Sachen dabei sind. Die 100 Jahre von Lenny und Margot und das Theater am Strand. Drei Bücher wieder von einer Autorin, die ich sehr, sehr liebe, wie ihr wisst. Einmal Die Spuren meiner Mutter von Jolie Picou, Kleine große Schritte und Der Funke des Lebens. Von Ruf Kronberg haben wir dann einmal Frau Merian und Die Wunder der Welt, sowie die Symphonie der Sterne. Und von Jennifer Egan, Manhattan Beach. Hier geht es in der dritten Reihe erstmal weiter mit Lesezeichen, wie ihr sehen könnt. Die stelle ich mal zur Seite. Weil das raum ein zimmer von Saya Kamurata, was ja die Autorin auch von die Ladenhüterin ist, was ich enorm gefeiert habe. Außerdem stehen hier alle Han-Kang-Bücher. Angefangen hier vorne mit Weiß, was ja eher ein Kunstwerk als ein. Roman ist, sage ich mal. Das ist ein sehr spezielles Buch, also keine spannende Erzählung oder irgendwas, sondern wirklich ein Kunstwerk. Ihr neuestes Buch, Griechischstunden, habe ich erst kürzlich gelesen und ich muss sagen, ich finde es leider im Gegensatz zu den anderen einen Ticken schwächer. Nicht wegen ihrem Sprachstil, den finde ich nach wie vor wunderschön, aber die Geschichte konnte mich nicht so packen. Und ich will jetzt auch nicht zu jedem Buch enorm viel sagen. Ich liebe Han Kang einfach sehr. Menschenwerk von ihr. Deine kalten Hände, nach wie vor mein absoluter Favorite. Ich liebe dieses Buch. Und last but not least natürlich ihr Debüt, die Vegetarierin, was für enorm viel Verwirrung gesorgt hat. Auch bei mir beim ersten Mal lesen. Und ich glaube, ich muss das auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen. Dann habe ich hier noch Lichte Tage von Sarah Winnmann und Unter Freunden von Cynthia Sweeney. Die Geschichte des Wassers von Maya Lunde. Ein enorm berührendes Buch, Die Telefonzelle am Ende der Welt von Laura Imai Messina, die jetzt auch gerade ein neues Buch wieder rausgebracht hat, das ich unbedingt lesen möchte und in meinen Besitz bringen möchte, da sie von wahren Begebenheiten schreibt. Und diese Telefonzelle in Japan gibt es tatsächlich. Und das hat einfach Hintergründe, die mit den Tsunami-Opfern zu tun haben. Und es ist, es ist einfach so unfassbar, so ein unfassbar besonderes Buch, was glaube ich auch nicht für jedermann gemacht ist. Dasselbe würde ich von Chloe Benjamins Die Unsterblichen behaupten. Auch wenn das nicht auf wahren Begebenheiten beruht, ist es trotzdem ein sehr spezielles Buch, das ich sehr, sehr gefeiert habe. Und dann habe ich hier noch einen Geist in der Kehle von Dorian Nigriofa. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Bei den untersten drei Fächern angekommen geht's los mit der Schneeleopard, gefolgt von zwei fantastischen Büchern, nämlich Die Anomalie, was ich ein großartiges Werk fand, das sehr komplex ist und für das man auch wirklich aufmerksam lesen muss und ein Leben und eine Nacht, was mich so sehr überrascht hat und wirklich zum Weinen gebracht hat von Toto Moyes mein Leben in deinem und wenn das Schicksal anklopft mach auf Mareike Fallwickel mit dunkelgrün fast schwarz und das Licht ist hier viel heller beide gelesen beide für großartig empfunden das das war das erste das war ja auch ihr Debüt das auch durch die Decke ging ähm, mehr oder weniger weil es ja doch eine sehr besondere Thematik war und natürlich auch eine sehr heftige Thematik weil es hier um sehr stark toxische Beziehungen geht, nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch unter Freunden. Also ein sehr wichtiges Thema, ein sehr aufrüttelndes Thema und Mareike Fallwickel verdient so viel Aufmerksamkeit, finde ich, und ist einfach großartig in meinen Augen, weil sie sehr direkt und unverblümt schreibt, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und zeitgleich aber einen unfassbar schönen Schreibstil an manchen Stellen an, an den Tag einfach legt und für so viel Innehalten sorgt beim Lesen. Und dasselbe ist bei mir passiert mit Das Licht ist hier viel heller. Auch eine großartige Story gewesen und ähm, das hier ist sogar signiert. Auch zwei wirklich absolute Herzensbücher meinerseits. Einmal kleine Wunder um Mitternacht von Kego Higashino. Ich glaube, ich habe das Gefühl, jede Menschen in meinem Umfeld, von dem ich weiß, dass er liest, mindestens einmal schon empfohlen. Und Frankie von Joachim Gutsch und Maxim Leo. Und auch hier sieht man leider, dass ich in dieser Zeit nicht markiert habe. In dieser sehr wohl. Und zwar nicht gerade wenig. Dann habe ich hier noch Friday Black, was, glaube ich, auch ein sehr wichtiges und gutes Werk ist, was ich leider noch nicht lesen konnte. Und es war einmal ein blauer Planet von François Leloy, der ja auch Hectors Reise vom Glück geschrieben hat. Und das letzte in diesem Fach ist Fuchs 8 von George Saunders. Auch ein ganz, ganz schmales Büchlein, das wirklich, wirklich sehr besonders ist. Und das ich auch jedem sehr ans Herz legen kann. In der Reihe darunter geht es weiter mit Die Hochhausspringerin und Das Feld von Robert Seetaler. Gefolgt von vier Jane Gardam-Romanen, nämlich Belle und Harry, Robinsons Tochter, Mädchen auf dem Felsen und Weit weg von Verona. Dann geht es wieder mit einem großen Stapel weiter, begonnen mit Miracle Creek von Angie Kim, was wirklich fantastisch war, aber nicht für ein Top-Buch gereicht hat. Dafür war es irgendwie dann doch zu langatmig. Und ich weiß nicht mehr, ich glaube, es gab so ein, zwei Dinge, die mich dann doch enttäuscht hatten. Aber es war wirklich ein gutes Leseerlebnis. Und ich muss aber ehrlich gestehen, jetzt wenn ich gerade so drüber rede, merke ich, ich müsste das, glaube ich, einfach noch mal lesen, um mehr dazu sagen zu können, weil so viel ist leider nicht hängen geblieben davon. Außer dass es sehr viel um zwischenmenschliche Beziehungen geht, dass es hier auch so eine Sache war, wo einfach sehr viele Perspektiven nachher zusammenkommen und die eigentliche Geschichte so ein bisschen zusammengestückelt wird. Ich fand es spannend, weil das Ganze vor Gericht auch spielt, um und um eine Gerichtsverhandlung geht, um zu schauen, ob die eigentlich angeklagte Person wirklich schuldig ist. Aber ich glaube, das war auch ein Knackpunkt, dass mir hier so ein bisschen die Spannung einfach gefehlt hat, also dieses Packende einfach an dem Leseerlebnis. Ansonsten war es aber wirklich sehr gut. Dann geht's weiter dort mit Die Harpie und Weiße Nacht. Revolution morgen 12 Uhr und die zehn Lieben des Nishino. In Blaukalter Tiefe und Kleinhelden von Almodena Gerandes, wo ich echt sagen muss, das Buch habe ich sehr lange schon hier. Und das hat mich damals irgendwie angesprochen, deswegen habe ich es logischerweise gekauft, habe aber bisher nicht wirklich reingefunden. Ich habe es schon mal versucht, aber bin leider nicht reingekommen und möchte dem Ganzen aber gerne noch mal eine Chance geben. In Neuem Licht von Tanja Schwarz, was Kurzgeschichten darstellen. Und der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Ich glaube, da muss ich nichts großartig dazu sagen. Dieses Buch ist so krass überhaupt. Ich glaube, jeder hat davon schon mal gehört. Und zu unterst habe ich nochmal zwei Bücher von zwei Autorinnen, die ihr beide auch schon gehört habt, nämlich Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel. Und über Karl reden wir morgen von Judith Taschler, also beides Autorinnen, die ich sehr schätze, die aber auch ja Literatur schreiben, die nicht ohne ist. Außerdem steht da übrigens noch Liebes Arschloch von Despentes, wo ich noch nicht so richtig weiß, was ich damit machen soll, ähm, wie ich damit weiterverfahren soll. Das war ein sehr durchwachsenes Buch für mich, ein sehr durchwachsenes Leseerlebnis und ein sehr spannendes Leseerlebnis aber auch, weil es da um zwei Charaktere geht, die ich eigentlich überhaupt nicht mochte, aber trotzdem hat das irgendwas für sich gehabt und man hat es dann eben weiter verfolgt. Im alleruntersten Regal stehen dann einige Klassiker, aber nicht nur. Allen voran steht Frankenstein von Mary Shelley ein ja sehr bekannter Schauerroman, aber in einer sehr speziellen Ausgabe in dieser kleinen Pocket-Ausgabe, die ich irgendwie sehr süß finde und ja das war so eine, so eine Special Jubiläumsausgabe aus dem Manesse Verlag. Ich finde aus der Reihe paar echt cool gemacht und ich mag einfach diesen krassen Kontrast hier auf dem Cover. Dann steht dort natürlich auch noch das Tagebuch der Anne Frank, das sehr zerlesen ist, wie man sieht. Ich habe das in sehr jungen Jahren gelesen, total freiwillig. Also ich habe das niemals in der Schule als Lektüre gehabt, was ich im Nachhinein ja auch ein bisschen schade fand, weil wir so oft über den Zweiten Weltkrieg gesprochen haben. Also wirklich, das ist, glaube ich, das meist durchgenommene Thema meiner Schullaufbahn. Und trotzdem war das irgendwie nie Bestandteil des Ganzen. Ich habe das in sehr jungen Jahren selber gelesen, einfach weil eine Freundin von mir, die auf einer anderen Schule war, das als Schullektüre hatte und mir davon erzählt hat. Und dann wollte ich das unbedingt lesen, habe mir das selber gekauft und gelesen. Und seitdem ist das in meiner Buchsammlung dabei. Ich glaube, ich muss da nicht viel mehr dazu sagen, außer dass es wirklich ein Must-Read ist für alle. Dann haben wir hier Der Ruf der Wildnis von Jack London in einer wunderschönen Reklamausgabe. Ich mag diese Ausgaben aus dem Reklamverlag wirklich gerne. Ich finde die einfach designtechnisch total cool. Und Fight Club von Jack Palaniuk. Ähm, ja, ich habe mir da so ein bisschen was anmarkiert. Ich habe damals zuerst, also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe mich niemals spoilern lassen, was den Film und das Buch angeht. Und habe dieses Buch, Boah, ey, das ist glaube ich noch keine fünf Jahre her, dass ich dieses Buch endlich gelesen habe. Und ich wollte das unbedingt lesen, bevor ich den Film schaue. Und ich habe es wirklich geschafft, mich nicht spoilern zu lassen und habe sehr, sehr lange auch innerhalb des Buches ein Brett vorm Kopf gehabt und wusste einfach nicht, was dieser Plot jetzt nachher ist, der ja dann kommt. Und ja, war, war ein sehr geiles Leseerlebnis. Zwei zauberhafte Märchenbände, nämlich einmal die schönsten Märchen von Hans Christian Andersen und die schönsten französischen Märchen, die ich mir damals wirklich nur gekauft habe, weil ich es zufällig in der Mängelexemplarskiste entdeckt habe. Und da eben das Cover geziert wurde durch obviously die Schöne und das Biest, was ja auch tatsächlich eine Geschichte aus dem Französischen eigentlich ist. Und ja, dann musste das einfach mit. Außerdem habe ich dann nochmal eine Ausgabe von Der Weihnachtsabend von Charles Dickens. Ist einfach eine wirklich schöne Geschichte, eine sehr schöne klassische Geschichte, die ich immer wieder gerne lese auf Weihnachten zu. Das ist einfach so ein Klassiker, der weiß ich nicht. Der wird mich, glaube ich, immer begleiten. Auch ungelesen Frühstück bei Tiffany von Truman Capote, was ich mal geschenkt bekommen habe. 1984 von George Orwell. Da muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, wann ich das jemals lesen werde und ob ich es jemals lesen werde, aber Bunnenbrocks von Thomas Mann. Und eine Ausgabe von Moby Dick aus der Arena-Kinderbuch-Klassiker-Ausgabe. Aber ich fand die damals wirklich cool und habe die deswegen behalten. Ich hätte aber wirklich gerne irgendwann eine schönere Ausgabe von Moby Dick, auch einfach im Original in Englisch, würde ich mir wahrscheinlich irgendwann in dieser Clothbound-Edition eben zulegen, von denen ich auch einige schon habe. Dann steht hier unten tatsächlich noch dabei, extrem laut und unglaublich nah, von Jonathan Safran 4. was ich mich noch nicht getraut habe zu lesen, weil ich glaube, auch da muss man im richtigen Mindset sein dann stehen da noch aus dem Wunderraum Verlag ich komme mit von Angelika Waldes und von Zoe Gilbert Nebelinsel ich komme mit habe ich schon mal versucht zu lesen bin ungefähr bis zur Hälfte gekommen und musste auch dann abbrechen aber auch da weiß ich nicht ob es an meiner aktuellen Stimmung lag oder ob ich wirklich das Buch nicht mochte Deswegen würde ich im Ganzen gerne nochmal eine Chance geben. Es gibt so Bücher, da habe ich direkt das Gefühl, okay, nee, m -m, wir weiben nicht, das gefällt mir nicht, keine Ahnung, aus Grund XY und dann erkläre ich das und sortiere das eben im Nachgang aus. Aber ich habe das schon wirklich oft erlebt, dass ich einfach nicht im richtigen Moment zu einem Buch gegriffen habe und es dann nochmal gelesen habe und es mir dann deutlich besser gefallen hat und ich bin mal gespannt ob mir das mit Ich komme mit auch so gehen wird. Und zuletzt stehen hier noch drei Bücher aus dem Kass-Verlag, den ich ja auch sehr besonders finde und immer wieder mal erwähne, weil das ein sehr kleiner, nicht so bekannter Verlag ist, der sehr viel japanische, teilweise auch koreanische Literatur übersetzt. Und da habe ich einmal Kein schönerer Ort, Bruchstücke und zuletzt gezeichnet von Osamu Dasai. Und ich denke, das ist ein Buch, das inzwischen vielleicht doch ein paar mehr Leute kennen, das auch als Manga umgesetzt wurde und das ja in Japan als der... Der Bestseller, der Klassiker schlechthin gilt. Das gibt es auch mit einem ganz anderen Cover auf Englisch und inzwischen auch auf Deutsch. Das ist so ein, so ein pink-violettes Cover. Und ich finde das hier aber unfassbar schön und bin sehr, sehr glücklich, dass ich diese Ausgabe habe aus dem Kass-Verlag. Also für alle, die das irgendwie interessiert, guckt euch den Verlag mal an. Ähm, man kann da ja auch direkt bestellen und. Die haben wirklich sehr besondere Bücher. So, Freunde, das war der erste Teil der Bookshelf-Tour. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude dabei und freut euch schon auf den nächsten Teil. Ich persönlich freue mich am meisten auf die englischen Bücher, weil ich die einfach schön, ich finde es einfach wholesome, die zu zeigen. Bin ich ehrlich. Aber ich liebe meine ganze Bücherwand, davon mal abgesehen. Anyways, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt gerne einmal die Glocke und vergesst nicht zu abonnieren und vielleicht einen netten Kommentar dazulassen. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Peace. Yeah, He would tell me we have time, time to laugh and time to heal. A favorite song is on repeat. Drinking wine until the dawn